Ja, Sie auch ganz herzlich begrüßen. Mich freut vor allem, dass ich unmittelbar erkannt habe, dass das Thema in mein Fachgebiet fällt. Maulwürfe sind die unmittelbare Bezeichnung, die man auch für Finanzbeamte in der Steuerverhandlung natürlich nennt. Und dementsprechend ist das natürlich genau das Thema, auf das ich gewartet habe. Auch wenn ich nicht so kurz oder nicht so genau erkennen konnte in dieser einen Minute, was eigentlich auf den Folien steht. Und ich habe natürlich aus der Präsentationstechnik gelernt, dass man grundsätzlich alle Folien abzuarbeiten hat. Also alle, die bei mir schon in der Vorlesung waren, hören bitte weg, weil sie ja wissen, dass ich grundsätzlich nie fertig werde mit meinen Veranstaltungen. Und dementsprechend für die häusliche Lektüre auch immer Folien überbleiben. Und hier gilt natürlich das Gleiche. Ich glaube, Sie kriegen das dann auch im Netz präsentiert, die entsprechenden Folien im Zweifel. Also bitte auf den VC stellen und dementsprechend dann in der ausweislichen Lektüre machen. Und in den Veranstaltungen Steuern 1, 3, 4 ist das natürlich klausurrelevanter Stoff. So, was ist für den Steuerfahnder wichtig? Für den Steuerfahnder ist wichtig, dass Sie ihn nicht sofort erkennen. Ja, das heißt, wie mache ich das? Ich werde mich unter Ihren Sport bewegen. Zum entsprechenden Steuerpflichtigen fortbewegen und dann überraschend bei Ihnen sozusagen Eingang stehen. Ja, das ist sozusagen das typische Bild, das ich vom Steuerfahnder natürlich habe. Ja, so erscheine ich dann sozusagen als Steuerfahnder beim entsprechenden Steuerpflichtigen. Ist absolut klar. Ja, der Mandant ist natürlich überrascht. Alles, was ich mir sozusagen überlegen muss im Vorfeld, ist natürlich, was hier so steht. Welche Ordnung hat er in seinen steuerlichen Unterlagen? Hat er irgendwelche Quotierungen, die ich nicht verstehe, wie zum Beispiel Insektenfresser, wo ich mir dann überlegen muss, was sich dahinter für eine Ablagestrategie verbirgt? Wie ist es mit der Familie? Gibt es vielleicht Familienangehörige, die als direkte Angestellte in der Firma beschäftigt werden und damit sozusagen schon das erste Indiz für eine Steuerhinterziehung letztendlich vorliegt? Also seine privaten U-Bahn-Karten, weil er seine Freundin oder Ähnliches besucht hat, ist natürlich genau das Gleiche, sind natürlich Dienstreisen und dementsprechend überprüfe ich natürlich auch, wo er mit seiner U-Bahn oder mit der U-Bahn hingefahren ist, seinen Lebensraum überprüfen, letztendlich, was er alles getan hat. Ja, natürlich auch seine Bautätigkeiten, ist es ein Schwarzbau, ist Umsatzsteuer hinterzogen worden, Grunderwerbsteuer oder Ähnliches, all diese Fragestellungen interessieren mich als Steuerfahrer. Ja, so schaut es dann aus. Ich mache eine Konzernstruktur, eine Unternehmensstruktur, eine Gebäudestruktur über den entsprechenden Mandanten. Ja, vielleicht gibt es auch was im Vorratsvermögen hier unten, das er angelegt hat. Gastronomiebereich wäre ganz wichtig und bedeutend, dass ich überprüfe, ob der Wareneinsatz stimmt, dass Einkauf und Verkauf entsprechend zusammenpasst. Ja, Körperbau auch, gibt es vielleicht außergewöhnliche Belastungen, die ihr habt, Zahnarztrechnungen, die ihr mir unterjubeln möchte und Ähnliches. Auch hier der Körperbau des Mandanten, der Steuerpflichtigen, ist angepasst worden an das, was ein reales Lebensbild normalerweise erwartet. Ja, Fortpflanzung ist auch natürlich ein interessantes Problem. Wie werden Kinder steuerlich berücksichtigt? Wie werden uneheliche Kinder steuerlich berücksichtigt? Gibt es hier eventuell sogar für den Mandanten, für den Steuerpflichtigen, günstige Position, dass er auch Unterhaltszahlungen an uneheliche Kinder letztendlich abziehen kann, die er bisher der Ehefrau nicht präsentiert hat, da bin ich als Steuerfahnder sozusagen in mehreren Ebenen tätig. Im Garten, das ist die Gegenstrategie der Steuerpflichtigen, ich komme vielleicht nicht allzu nahe, wenn es sich mit Knoblauch lobt und dementsprechend dann sozusagen ich lieber auf Distanz bleibe und vielleicht im Garten erstmal schaue, ob er da irgendwelche Leichen vergraben hat. Land- und Forstwirtschaft, auch ein ganz interessanter Bereich, vielleicht hat er eine verdeckte Land- und Forstwirtschaft, auch sein Rasen muss gemäht werden, auch hier die Überlegung, ob man nicht mit betrieblichen Gärtnern eventuell seinen privaten Rasen gemäht hat und dementsprechend schon wieder ein Problem in der Steuerhinterziehung letztendlich existiert. Beim Garten war ich schon stehen geblieben, weiter hat die eine Minute einfach nicht gereicht, damit ich so ungefähr einen Eindruck machen konnte, was in den Folien drin ist. Aber hier sehen wir ganz klar letztendlich, dass ich wieder im Garten unterwegs bin und versuche letztendlich die Unterlagen, die er vergraben hat, irgendwo auszugraben
ja, Resonanzschwingungen. Ja, ich stelle immer so ein Gerät auf und sehe, wo die Bodenstruktur anders ist und wo eventuell eine Kiste mit Unterlagen, die ich noch nicht gesehen habe, letztendlich vergraben ist. So, Humor ist natürlich das, was der Steuerpflichtige normalerweise hat. In der Regel ist es Galgenhumor, weil er weiß, dass ich ihn am Mittel habe und dass er sozusagen dem nächsten mit der gesalzenen Steuernachzahlung letztendlich rechnen muss. Also insofern für mich ganz gut. Zucker, das ist das, womit man bestechen kann, also zumindest dann, wenn es was Süßes gibt, zu sehen, mein Körpergewicht ist entsprechend, viele Steuerpflichtige versuchen, mich entsprechend mit Süßigkeiten zu bestechen, schaffen sie aber nicht. Mit 60 Gramm Schokoflocken nichts zu machen, 200 Gramm an Reis. Ja, und jetzt habe ich schon gesehen, das ist das Bild, das sie dann erreichen, wenn sie nicht bestechen. Ja, also, Steuerpflichtige schaffen das ab und zu, Studenten logischerweise nicht. Ja, dann sozusagen kommt als Ende dieses Bild eines Steuerfahnders bei einem Steuerpflichtigen, der gerade im Garten nichts gefunden hat, aber in der Küche. Ja, vielleicht ist dann die entsprechende Strategie des Mandanten, des Steuerpflichtigen, gar nicht so dumm gewesen, wenn er versucht hat, auf diese Art und Weise seinen Steuerprüfer letztendlich gnädig zu stimmen. So, noch eine Minute. Die typische Frage hat mir die Kollegen schon vorgemacht, wäre jetzt natürlich, dass ich frage, ob es noch Fragen gibt, aber ich drehe die Frage einfach mal um. Wer kommt überhaupt auf den steuerlichen Bereich von denjenigen, die hier sitzen, damit ich weiß, wer so ungefähr im Auditorium ist? Ja, eins, zwei, drei, ein paar wenige. Also ich sehe schon, die anderen Studierenden müssen sich ganz gehörig noch in die Materie einarbeiten, die hier nicht waren und haben noch ein bisschen Hausaufgabe letztendlich zu tun. Wie gesagt, die Unterlagen stehen ab morgen früh oder noch heute Abend, je nachdem, wie fleißig unsere fähigen Damen sind, noch im Netz und können über den VC abgerufen werden. Die E-Mail-Adresse ist bekannt und entsprechende Fragen können Sie natürlich gerne jederzeit per E-Mail oder auch per Telefon an mich richten. So, jetzt glaube ich, die Frage und die Wünsche.